Guten Morgen, Freunde. Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Heute gehen wir eine Runde durch das Bergische Land. Die Wanderung beginnt in Weinburg, führt weiter nach Sondern und zurück zum Stausee Weinburg. Die Strecke hat ca. 11,5 Kilometer und 230 Höhenmeter. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Es ist manchmal interessant, wie oft man Orte besucht hat, in dem Fall Weinburg. Also hier bin ich jetzt das 7. Mal wandern. Das konnte ich aber nur rausfinden, da ich noch einen Blog betreibe. Da schreibe ich halt meine Wanderungen noch separat auf. Leider habe ich in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. Hat den Grund, da der im Sommer eigentlich schließen soll. Ja, aber als Nachschlagewerk habe ich gemerkt, ist er eigentlich ideal. Wenn ich mal was suche oder gucke, wie oft warst du schon mal da oder irgendwas anderes, ist er als Nachschlagewerk klasse. Ist auch eine Art Erinnerungsstütze an vergangene Wanderungen. Ich habe ja über 2300 Wanderungen schon gemacht. Irgendwann verliert man den Überblick. Da weiß man auch nicht genau, wie oft man da und da war. Ja, wie gesagt, eigentlich schließt er, aber wie gesagt, ich überlege, vielleicht ihn doch am Leben zu lassen. Aber ich weiß nicht genau, ob das geht, weil ich ja schon die Kündigung und sowas eingereicht habe. Aber man kann nie wissen. Ja, und ich würde sagen, bei dem schönen Wetter, weiter geht's.
habe ich eben vergessen zu sagen. Viele fragen sich auch, was ist ein Blog? Das ist eine Art Tagebuch. Da kann man seine Erlebnisse, Reisen, Hobbys aufschreiben. Und das kann dann jeder im Internet sehen. Das war halt 2005. Schwappte das halt rüber aus Amerika, glaube ich. Und war recht beliebt. Jeder hatte dann am Blog verschiedene Themen halt. Ich hatte das Thema halt Wandern. Meiner Meinung nach war ich auch einer der Ersten damit. Ja, lief ganz gut eigentlich. Bis dieser Provider-Wechsel kam. Ja, ich habe so einen Eindruck in letzter Zeit, dass die Leute doch lieber Videos gucken, als irgendwas zu lesen oder anzuschauen. Bildchen oder so. Ja, und das wollte ich halt nur kurz mitteilen. Seit letztem Jahr mache ich auch Shorts auf YouTube und seit diesem Jahr halt, seit März halt, diese Wandervideos. Macht ganz viel Spaß, finde ich. Auf jeden Fall mal was ganz anderes als, wie gesagt, das Geblogge. Wanderblog kommt ja davon, auch Wandern und halt Bloggen. Und ja, das wollte ich mal kurz sagen und weiter geht's. Ja, die Wanderung geht zu Ende. Mir hat der Wanderweg gut gefallen. Besonders schön, klar, der Ort Beinburg und der Stausee davor mit der Kirche. Ganz toll. Ja, auch das Wetter war ideal. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.